Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Europa Universalis 4 mit unserem Hotshots 3 Kirchenstart. Ja, ich habe absichtlich mal eine Kopie gemacht, einfach weil ich Angst hatte. Ich habe das jetzt mal ausprobiert und es scheint zu funktionieren. Oh, please, bitte funktioniere. Wenn das jetzt nicht funktioniert, habe ich immer noch die Möglichkeit, den Scheiß umzuwandeln in einen: Es funktioniert, oh mein Gott, sie haben es gefixt. Okay, es könnte tatsächlich sein, dass der dritte Versuch weitergeht. So, Militärzugang von Siena. Ja, die dürfen durch, meinetwegen. Dann können wir ja weiter so tun, als ob wir hier ein braves Papstilein sind. So, ich habe auf jeden Fall bei den Flotten meine kompletten Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir brauchen jetzt selber auch erstmal wieder Manpower. Österreich darf mit uns erstmal nicht mehr verbündet sein, was ich total schade finde. Ja, vor 81 ist da nichts. Wir haben also gerade eben eine reduzierte Möglichkeit, mit denen zu interagieren. Ich habe genügend Bündnispartner. Ich muss die Meinung mit Österreich auf jeden Fall weiter erhöhen. Das ist super ätzend mit Österreich gerade eben. Ich habe 30 gefallen bei Venedig. Ich glaube, ich brauche gerade eben auch nicht mehr von Venedig. Gucken wir mal, was wir damit machen können. Vielleicht noch ein bisschen mehr das Vertrauen erhöhen. Oder, ja, Geld können sie mir nicht geben. Manpower auch nicht. Ich erhöhe nochmal das Vertrauen um ein paar Punkte. Dann mit Kastilien haben wir ja auch schon wieder fast 30. Da gehen wir jetzt auf ein Vertrauen von 80. Die Schweiz sind auch schon bei 29. Und ja, da kann ich auch das Vertrauen nochmal ein bisschen erhöhen. So, Vertrauen erhöhen. Ausgezeichnet. Müssen wir bis 81 mit Österreich warten. Ne? Wie sieht es eigentlich aus mit unseren Zwangsfrieden? Wir haben einen neuen Papst, 535, der ist gut. Wow, wir haben einen guten Papst. Dinge, mit denen du nicht rechnest. Ich mache auf jeden Fall gerade eben einen Arsch voll Geld durch all diese Dinger da. Ich bin der Meinung, dass ich auf jeden Fall den Typen mit der Rekrutenreserve haben will. Bei so viel Geld kann man das mal machen. Spionagenetzwerkaufbau, Unruhe global. Jawohl. Damit kann ich jetzt hier auch tatsächlich hier... Na, das will ich eigentlich nicht. Das bringt es mir momentan nicht so richtig. Ja, das hier scheint irgendwie Bug zu sein. Das hier ist ein Bug, ne? Also ich habe es geladen, es bringt aber nichts. Jetzt hole ich mir mal das hier wieder zurück. Dann gehe ich jetzt dir wieder verhauen. So. Florenz bedroht meinen Handel. Wie lange habe ich denn noch einen Waffenschild mit Florenz? Spiel, bitte troll mich nicht. Florenz scheint da gar nicht drin zu sein. Nö. Dann bin ich der Meinung, dass ich gerne jetzt mal Arezzo in absehbarer Zeit haben möchte. Ich fange jetzt an, ein Spionagenetzwerk aufzubauen. Ich will auch meine ganzen Gefallen mit Österreich nicht verlieren. Dinge, die mich echt ein bisschen belästigen würden. So, dann können wir das hier machen. Kosten für Anführer reduzieren. Jawollo. Und damit haben wir jetzt hier auch schon mal hier die Toleranz wahrer Glaube plus 2, was jetzt nicht so mega wichtig ist. Aber das nächste, was wir jetzt hier auf jeden Fall machen, ist, wir sparen dann auf die nächste Militärtech. Eine Handelsliga unter der Führung von Venedig beigetreten. Verdammt! Ja, das ist mein Verbündeter. Verdammt! Dass da halt auch immer nur verdammt steht, wisst ihr? Also keine Alternative, dass ich darauf reagieren kann. Oh, ich kann dafür sorgen, dass ich hier ein paar Bauern töten kann. Na, da sind wir doch als Papst immer dabei. Der Pöbel soll gucken, dass er da bleibt, wo er ist. Boom. So, wir trainieren das hier gerade eben mal fröhlich vor uns hin. Damit sind die auf jeden Fall jetzt hier schon mal ein bisschen treuer geworden. Ja, der Bürgerstand ist jetzt gerade eben eher so mäßig begeistert. Das muss ich jetzt erstmal wieder nach oben arbeiten. Wo wird das enden? Bei 31,6. Wir bräuchten halt ein paar Events, die das für uns richten würden. Noch haben wir keine. Will ich eigentlich? Ja, ich spare jetzt erstmal, bevor ich hier nochmal auf Stabilität gehe.
Insgesamt scheinen durch diesen Patch 1.3.1 und diese ganzen 1.3.2 und 1.3 weiß der Geier Mikro-Patches einige der Events über den Jordan gegangen zu sein. Ist aber nur so ein Feeling. So, Regensburg, protestantische Reformation. Oh, oh. Das Zeitalter der Entdeckung endet in 10 Jahren. 10 in Spoleto. Küstenverteidigung. Wäre halt witzig, ne? Dann brauchst du mehr Blockadekraft, um Rom zu blockieren. Ausschiffungszeit, Feinde plus 100%. Das heißt, die kommen da auch nicht so schnell raus. Rom hat auch schon eine Festung. Ich könnte natürlich auch hier eine Festung hinmachen. Aber sind wir mal ehrlich, eigentlich wäre hier eine Festung besser. Wisst ihr warum? Weil Hügel. Ja, wobei hier sind auch Hügel. Ich guck mal gerade eben. Das hier ist Gebirge. Das hier wäre ein super Ort für eine Festung. Der hier wäre besser. Halten wir das mal fest. Wie lange habe ich noch den Zwangsfrieden mit Neapel? 1480. Okay. Ich werde jetzt mal die Hofierung mit Österreich erstmal einstellen. Und mache auch hier eine Spionagekiste auf. Achso, ich muss mit denen das machen. Na gut. Eigentlich will ich einen Anspruch auf dieses Gebiet hier erwirken. Dann schauen wir mal, was jetzt hier möglich ist. Siena wird hier auf jeden Fall gerade eben schon von Burgund ordentlich zusammengefaltet. Mir fehlen halt einfach noch diese zwei Schlüsselpositionen. Auf der anderen Seite, man könnte es auch hier hin machen. Dann wäre das. Wäre auch eine gute Position, sind wir ehrlich. Ich baue da eine Festung hin. Und theoretisch wäre auch das eine gute Position. Ich könnte auch einfach mal meinen eigenen Hafen hier verbessern. Mache ich noch mehr Handelseinfluss. Fiel mir gerade eben so ein, ne, dass man das ja auch tun kann. So, und damit kann ich jetzt ja auch die Produktion verbessern. 50%, sobald ich 96 Gold habe. Das geht relativ schnell. Österreich, lasse ich den Typen drin. Jetzt geh doch zu, ey. Sie würden immer noch das Bündnis mit mir machen. Kirchenstadt ist eingeschüchtert vom Osmanischen Reich. Oh ja, das sind wir. Ich stelle mich euch gegenüber auch freundlich. Was? Das ist interessant. Das ist sogar sehr interessant. Byzanz lebt noch. Byzanz existiert noch. Okay, das ist sehr, sehr interessant. Sie haben halt aber auch echt keine guten Bündnisoptionen. Eieiei. Das finde ich echt witzig. England hat das eigenes Bronzekanon. Burgund hat mich als Rivalen bestimmt. Das wird viele Nationen freuen. Dieses Rest Burgund. Das gibt's doch nicht. Provence und Dänemark. Also Schottland und Dänemark werden das toll finden. Dänemark gefällt das. So, wir sind immer noch dabei, jetzt hier unsere Truppen wieder aufzubauen. Ich kann jetzt endlich in Rom einen Haufen Geld mehr machen. So, ich warte jetzt immer noch auf die Gelegenheit, hier dann Dinge zu tun, wie zum Beispiel das Spionagenetzwerk. Lustigerweise hat es einen Fortschritt in Aragon gemacht, der größer ist als überall woanders. So, Marinetradition 7, maximale Kolonisationsreichweite, Flottenmoral, Seeangriffsbreite erhöht und Zwangsrekrutierungsämter können wir jetzt bauen, aber die interessieren mich nicht so wirklich, diese Zwangsrekrutierungsämter. Not really. So, Spionagenetzwerk ist jetzt hier groß genug für einen Anspruch auf Arezzo. Das hier kann ich dann nochmal abbrechen.
Jetzt schauen wir mal, was ist eure Bündnisstruktur? Aragon, Genua, Mantua. Kastilien und Schwyz würden mitmachen. Venedig kämpft in einem anderen Krieg. Ja, aber ich bräuchte definitiv dir da auch dafür wieder. In welchem Krieg kämpft denn Venedig? Ach, gegen die Ottos. Eieiei, sie verlieren. Verteidiger gegen das Osmanische Reich, osmanische Rückeroberung von Lecce. Plodiv wurde besetzt von, oh Gott. Ja, also ich glaube, wie viele Männer haben die? 53.000. Gucken wir uns mal gerade eben die Armeen an. Armeen-Vergleich. 40.000. Insgesamt 53.000. Venedig ist bei 18.000. Gegen wen kämpfen die denn? Albanien, Venedig, Naxos, Ionito, Augsburg. Ne, das wird niemals klappen. Venedig, du kriegst jetzt ganz schön auf die Fresse. Das weiß ich jetzt schon. Ich muss aber gerade eben so ein bisschen die Füße stillhalten. Ne? Das ist so ein bisschen ätzend. So, Anspruch. Lustigerweise kann ich wirklich nur Ansprüche auf ihre Gebiete erheben. Ja. Sassari, ne? Machen wir mal das da. Jetzt habe ich halt die Ansprüche, aber was soll ich damit machen? Bringt mir ja gerade eben nicht wirklich was. Schon mal die Beziehungen wieder mal mit ihnen verbessern. Nicht, dass das hier irgendwann mal wieder kollabiert. Mein großer, großer kastilianischer Freund, den muss ich behalten. Was ich, wenn ich hier angreifen würde? Mit wem seid ihr verbündet? Ihr seid immer noch mit England verbündet, ne? Nee. Mit Genua, mit Florenz. Nur noch mit den beiden. Da wird er aber auch nur Kastilien mitmachen. Die nicht. Die haben immer noch einen Waffenstillstand mit Aragon. Die Sache ist die, das glaube ich. Ich glaube tatsächlich, dass Genua dadurch halt. Also ich müsste mich halt mit Genua und mit Florenz rumschlagen. Das ist mein Problem. Und dafür brauche ich halt mindestens noch einen weiteren Partner. Wisst ihr so, warum sollte ich jetzt hier auf ein Risiko gehen? Also warten wir halt einfach. So, Festungsverteidigung. Ich nehme die Belagerungsfähigkeit bis 88. Mir fehlen ja auch noch eine Menge Truppen, ne? Darf man auch nicht vergessen. Lasst uns jetzt erstmal Dinge bauen, die uns Geld bringen werden. Ich muss irgendwann mal Neapel rausboxen. Bevor ich Prestige verliere, verliere ich lieber Admin-Macht. Oh, und ich habe jetzt hier zwei. Oh, witzig. Ja, Burgund nehme ich in dem Fall dann als einen Rivalen. Portugal. Oh Gott. Portugal. Das ist kein. Nee, das ist kein guter. Ungarn. Mit der Walachei und mit Frankreich verbündet. Das ist auch spannend. Österreich hat mit denen einfach nichts am Hut. Österreich hat auch ein Bündnis mit Kastilien. Jetzt geht's los. Das ist ja super für mich. Ja, dann nehme ich tatsächlich Ungarn, oder? Wobei, nee, ich kann Florenz nehmen. Dann nehme ich Florenz. Florenz ist nun offiziell mein Rivale. Okay. Something changed. And that quickly. So, ich ziehe mich gerade eben mal hier kurz zurück, bis meine Dingens da ist. Wir sind wieder Papst, das ist super.
Muss man gegen dieses dämliche Reformgewicht vorgehen. Das ist ja schrecklich hier gerade eben. So. Jetzt warte ich ganz, ganz kurz, bis hier meine Dingens oben sind. Da kommen jetzt hier schon die ersten Truppen von Neapel. Die sind aus irgendeinem Grund. Ach so! Okay. Die sind jetzt Juniorpartner unter Kastilien geworden. Ich bin überrascht. Und zwar sehr. Das haben die sich irgendwie geholt. Das ist ja mal interessant. Das habe ich gar nicht mitbekommen gehabt beim letzten Mal. Attacke. Boom. Okay. Das war eine knappe Kiste. Das war wirklich knapp. Aber wir haben sie geschlagen. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal nach Norden orientieren. Das heißt, ich werde nicht ewig mit Kastilien befreundet sein können, wenn ich das hier machen will. Ach, ist das ätzend. Eieieiei, irgendwas ist ja immer. Warum hat das jetzt hier Luca besetzt? Nee, wer hat das Luca besetzt? Finde ich nicht gut. Das bringt hier wieder alles durcheinander, ich sag's euch. Das bringt wieder so vieles durcheinander. Wisst ihr, was halt echt mies ist, ne? Man verliert ständig diese dämlichen Anführer. Sie sind ständig am Sterben. Boom. So, die Flotte ist geschlagen. Ich habe damit sogar noch Schiffe erobert. Jetzt blockieren wir hier die Genueser-Flotte. Und dieses Mal holen wir uns hier Genua vollständig. Ich hätte gerne Auswirkungen von aggressiver Expansion reduzieren. So. Ach, deswegen, Aragorn ist jetzt in der Juniorpartnerschaft. Deswegen, ach, das war passiert. Ah, die hatten das Event. Ja, okay, die hatten das Event. Ja gut, dadurch habe ich jetzt einen noch viel mächtigeren Verbündeten dadurch gewonnen, natürlich. Einen viel mächtigeren. Das Doofe ist halt, dass ich jetzt hier unten dadurch erstmal nicht mehr viel tun kann, ne? Ich muss jetzt erstmal selber mächtig werden und dann mich irgendwann mal gegen Kastilien wenden. Aber dafür brauche ich wiederum Österreich. Ohne Österreich wird das doof. Die wollen jetzt wiederum kein Bündnis mit mir, weil ich im Krieg bin. Aber das wird sich nochmal hoffentlich ändern. Ich kann ja gleich schon wieder hofieren. Die Gefallen bauen sich halt ab. Na, Dinge, die nicht cool sind. So. Mantua ist schon ziemlich down. Kann ich Mantua schon rausnehmen und vielleicht plündern? Plündern der Hauptstadt. Kriegsreparation. Handel übertragen. Die sind schon wieder nicht vernünftig. Dinge, die sich ändern werden. Was haben denn die da schon wieder für ein... Oh Gott, ey. Frieden verhandeln. Plündern der Hauptstadt ist natürlich nicht drin. Ich kann aber das jetzt hier tatsächlich erobern. Ich Lesbos haben? Ich weiß es nicht, aber ich könnte das da nehmen. Das würde mir nicht mal wäre nicht mal besonders viel aggressive Expansion, aber ganz ehrlich, das ist echt eine Idee, weil ich muss ja in diese Gebiete kommen. Was fehlt dafür noch? Forderung übersteigt Kriegsstand Kosten. Okay. Müssen aber noch eine Weile warten. Mantua fängt an vernünftig zu werden. Ja, doch nicht. Ein oder zwei Ticks noch. Das Übliche. Dann hole ich mir
Die Loyalität des Klerus. So, die Belagerung von Florenz ist durch. Und jetzt sind sie auch voll dabei. So, da hättet ihr ja jetzt keine Chance mehr habt, ihr lustigen kleinen Knilche. Wäre ich der Meinung, dass ihr mal anfangt, über diesen Scheiß nachzudenken. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich bekomme das hier wirklich nicht. Unter diesen Umständen nehme ich das hier nochmal raus. Kann ich Lesbos verlangen? Nee, Korsika will er mir aber auch nicht geben. Die sind immer noch der Meinung, dass sie das irgendwie schon hinkriegen, ne? Irgendwas ist auch noch nicht voll besetzt, wie ich gerade eben feststelle. Irgendwo muss Genua noch was haben. Es wäre nur geil zu wissen, wo. Was besitzt denn Genua alles? Das Problem ist, glaube ich, dass hier die Sache mit Mailand ein Problem ist. Also ich muss jetzt ja einfach mal diesen Krieg eine Weile aussitzen. Halten wir das mal fest, wir sitzen den aus. Da sind einfach zwei Kriege gerade eben parallel am Start. So, Anatomiesaal, den lasse ich natürlich zu. So, wir plündern das jetzt hier so lange, bis die vernünftig werden. Ich möchte Korsika haben. Einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich es verdient habe, es zu besitzen. Ich meine, vielleicht geben die den Scheiß ja hier gleich mal auf. 1,4, nein. 0,07, nein. Zwangsrekrutierung. Hier kann ich auch noch gar nichts machen. Wir haben also wieder einen Haufen Geld und wissen nicht, wohin damit. Nein, Florenz. Florenz, du wirst damit leben müssen. Warte mal, ich kann auch mit Florenz verhandeln, ob ich das bekomme. Ja, das würde gehen, interessanterweise. Das wären 42 aggressive Expansionen, das ist zu viel. Aber diese 24 aggressive Expansionen würden gehen. Plünderung der Hauptstadt würde gehen. Würde noch erniedrigen gehen. Erniedrigen würde nicht gehen, muss aber nicht sein. Kriegsreparation würde aber gehen. Und ansonsten noch ein Haufen Geld. Ja, das ist zu viel. Ha ja. Dann haben wir es halt so rumgelöst. Dann haben wir es halt einfach so rumgelöst. Okay. Also, uns gehört plötzlich Korsika. Und auch das da. Aruzzo. Ja, wieder habe ich einen Rivalen verloren. Was natürlich jetzt hier meine Machtprojektion wieder nach oben pumpt. Jetzt geht's Richtung Ungarn. Und Frankreich finde ich ein bisschen arg. Wer mag denn Ungarn nicht? Die Ottos mögen das nicht. Die Venedig mag das nicht. Böhmen und Polen nicht. Wir kämen wieder auf die Idee, dass Polen ein potenzieller Bündnispartner wäre. Ich warte noch ganz kurz. Ich muss den ja nicht gezwungenermaßen sofort nehmen, ne? So, du kannst jetzt hier... Erstmal will ich gucken, wie schlimm ist es. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir trainieren. Und ich muss meine Festungen ausmachen. So. Jetzt warte ich übrigens, bis der Stand jetzt hier sich wieder beruhigt hat, ne? Ich habe ja eigentlich alles von ihnen, was ich will. Also dann werde ich hier dann doch wirklich die Festung hier reinbauen. Das Wichtige ist, dass ich jetzt hier auch theoretisch bei Bologna angreifen kann. Die haben de facto keine Gegner. Die sind de facto keine Gegner, Entschuldigung. Das Kastilien ist halt hier. Das finde ich immer noch ein bisschen ungünstig für mich. Und hier die ganzen Barken hier oben, die kann ich alle verticken. Oder will ich die jetzt hier tatsächlich mal verkaufen? Will ich sie behalten, meine ich? Mein Gott. Um meinen Handel eventuell mal irgendwo zu sichern. Ich glaube, wir erleben das Ende von Genua. Könnte passieren.
Aber dann haben wir uns immerhin schon mal ein Stückchen noch rausgebissen. Das Problem ist halt immer noch Aragorn, ne? Aragorn ist ein Problem. Was könnt ihr mir noch bieten? Ich warte, ich habe das jetzt hier momentan nicht. Muss ich noch warten? Ah, warte mal, jetzt kann ich ja dieses Bündnis wieder machen, wenn alles richtig ist. Jawohl! Ich habe mein Bündnis mit Österreich wieder. Halleluja. Das war so wichtig. Hat auch Vertrauen gekostet, tatsächlich. Dieser Separatfrieden. Deswegen hole ich mir gleich wieder nochmal ein bisschen Vertrauen mit Österreich. Österreich müssen wir jetzt erstmal weiter hofieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Habe ich eigentlich zu viele? Ne, ich habe 4 von 4, genau. Was halt immer noch ein bisschen schräg ist, ne? Also ich weiß momentan einfach nicht, wie man einen Kriegsgrund Vasalisierung bekommt. Außer über irgendeine Mission, wo wir auch gerade mal gucken könnten. Ich muss hier in diesen abruzzischen Marken mindestens 6 Provinzen haben. Das wird schwierig. Ravenna wird wahrscheinlich Venedig nicht wegverkaufen. Die Katholisierung des Ostens wird schwierig. Päpstliche Schatzkammer 500 Gold ansammeln wäre auch eigentlich ziemlich nice. Römische Flotte. Marinetradition von mindestens 20. Das haben wir halt noch nicht. Unterstützt die Orden. Das wäre sehr witzig. Meinung des Johanniterordens. Deutsche Orden könnte man auch noch hocharbeiten. Oh. Vorausgesetzt, die leben noch so lange. Die sind nicht mehr so wirklich am Leben. Die haben ein Bündnis mit Dänemark. Eieieiei. Ich könnte eine Garantie proklamieren. Oder warte mal. Die werden sich nicht vasalisieren lassen, ne? Das ist halt nicht so clever von ihnen. Ich tue jetzt erstmal die Beziehungen verbessern mit ihnen. Gut, ich kann sie auch wieder entstehen lassen durch den Krieg mit Polen. Ne? Johanniterorden. Könnte man das gleiche machen. Ich ziehe jetzt hier den Typ aus Kastilien ab. Oh. Kann gut sein, dass sie gar nicht mehr so lange existieren. Im Worst Case. Hätte ich vielleicht früher machen sollen. Aber vielleicht kann man die, wie gesagt, später wieder herstellen. So, Deutscher Orden, Johanniterorden. Dann bekomme ich immerhin 20 Armeetraditionen. Naja, jetzt habe ich immerhin hier die Sache mit Österreich wieder. Ich denke, dass ich jetzt hier wirklich mich mit Ungarn anfeinde. Ja, Ungarn mag mich ja ohnehin schon die ganze Zeit nicht. Und dadurch kann Österreich halt vielleicht sogar Land gewinnen, ne? Sagen die sicherlich nicht nein. So, ich gucke jetzt gerade eben mal. Ich kann doch hier sicherlich irgendwas dem Reich zuordnen. Ah, nee, noch nicht. Erst wenn ich genau gekurt habe. Reichsgebiet. Und dann kann ich erstmal hier die Entwicklung stehlen. Und das Ding hier. Koren. Ich glaube, ich baue da jetzt auch noch eine Festung rein, wie ursprünglich gesagt. Und Korsika ist auch gleich mein. Ausgezeichnet. Selbes Spiel hier. Entwicklung klauen, Koren und auch den Staat erschaffen. Damit haben wir jetzt hier schon eine Entwicklung von 58 wieder. So, was ist das? Lokale Befestigungsexperte gefunden. Ja, dann verbinde doch mal beide Vorteile miteinander. Stufe 3 Verteidigung. Yay! So, was mache ich mit euch? Bringt ihr mir wirklich so viel, wenn ihr jetzt hier den Handel hier in Genua schützt? Warte mal, war das nicht so, dass man mit denen nicht vielleicht sogar woanders eher den Handel schützen sollte? Vielleicht hier unten. Handel schützen zum Beispiel jetzt hier in Alexandria, damit es hier weitergeleitet wird, ne?
Dann kriege ich da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Geld. Wobei ich mache auch ohnehin schon gut Geld. Kastilien möchte. Ja. Nimm ruhig. Bist ja mein Verbündeter. Finde ich immer noch witzig, dass man da nicht automatisch irgendwie durchgehen darf bei Verbündeten. Aber egal. So, Freunde, ich bedanke mich jetzt hier für eure Aufmerksamkeit. Wir haben unsere alte Bündnisstruktur wiederhergestellt. Ich versuche jetzt hier irgendwie die Orden noch zu überzeugen, dass sie mir nochmal diese Mission ermöglichen, damit das nicht zu spät ist. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und damit sage ich dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Ja, tschüss und Ade, ne?